Jone, herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat Februar. Dieses Video ist genau richtig für dich, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Skorpion ist. Und ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Nimm also daher wirklich nur das, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest gehen. Es ist völlig okay, es ist nur eine Tarotlegung, okay? So, dann schauen wir mal. Wir gehen direkt in die Übersicht für den Monat Februar. Für Skorpion, Monat Februar, was ist wichtig? Was soll Skorpion wissen? Wir haben den Narr. Ihr traut euch was im Monat Februar. Ja, ihr beginnt hier etwas Neues. Ihr springt ins kalte Wasser. Ja, wie der Narr hier, der die Klippe. Vielleicht fällt er runter, vielleicht springt er auch, ja, mit diesem kleinen Schirm und springt die Klippe runter. In dem Wissen, dass er sicher landen wird, weil der Narr einfach starkes Vertrauen hat und er weiß, egal was ich tue, selbst wenn ich jetzt hier vielleicht fehlspringe, ja, dann werde ich es einfach nochmal wagen und dann irgendwann werde ich auf jeden Fall das erreichen, was ich möchte. Schauen wir mal weiter. Skorpion im Februar. Die Königin der Schwerter. Vielleicht trefft ihr auch eine Entscheidung. Ja, die Königin der Schwerter ist für mich immer die Königin der Entscheidung. Ne? Das ist so eine duale Königin in meinen Augen. Ja, einmal, also natürlich ist sie sehr intelligent, aber dann haben wir einmal ne, die geöffnete Hand und dann haben wir das Schwert. Also wir haben hier, ja, erstens entscheide ich mich jetzt für den Weg ja, des Schwertes, ja. Es muss ja nicht unbedingt der Weg der Gewalt sein, aber es ist auf jeden Fall der Weg des Verstandes oder der offenen Hand, was ja eher vielleicht eine emotionale Geste ist, ja. Ich vertraue dir, ich schenke dir das Vertrauen. Ich schenke dir, wie nennt man das? Benefit of the doubt, also im Zweifel für den Angeklagten, ja. Ich das ist hier die Entscheidung. Was mache ich? Also steigere ich mich jetzt sehr in Kopfsachen oder bin ich sehr verkopft? Zerdenke ich sehr viel? Oder sage ich, okay, im Zweifel, ja, werde ich dir die Hand reichen? Vielleicht beginnt auch für dich eine kopflastige Ära. Neun der Schwerter. Das Herz der Legung, also ist das eine wichtige Sache. Hier geht es um Ängste, um ja, schlaflose Nächte. Wenn man Angst hat, vielleicht davor, wie andere einen sehen, wie andere einen aufnehmen. Wir sehen ja hier, ne, einer lacht und zeigt, der andere schaut missbilligend, der andere ist auch, ne, oh Gott, was bist du denn hier? Was machst du denn da? Und das ist eher die Angst davor, ne, wie werde ich wahrgenommen? Oder was wird passieren? Die Angst vor dem, was passieren wird. Aber man muss sich auch bewusst sein, die Neun der Schwerter ist eine Karte des Intellekts. Und das hat hier auch wieder mit der Königin der Schwerter zu tun. Ne? Schwerterkarten sind oft nicht in der Realität verhaftet, sondern hängen mit dem Ego zu tun, hängen mit dem Verstand zu tun, hängen mit dem Verstand zu sammeln, ja, und sind oft nicht in der Realität begründet. Also hier die Angst der Neun der Schwerter ist die Angst vor der Zukunft, was passieren könnte. Es ist nicht passiert, ja, noch nicht. Vielleicht wird es auch nie passieren und das ist genau das Ding. Ja, die Schwerterkarten sind eben Gedanken, sind Worte. Ja, Worte können natürlich auch verletzen, aber es sind dennoch Worte. Wenn ich den Worten, die mir entgegengeschleudert werden, ja, wenn ich die an mir abprallen lasse, wenn meine innere Einstellung so ist, dass ich sage, ne, auch wenn du versuchst, mich zu beleidigen, ich lasse mich nicht beleidigen. Ich bin mir sehr sicher in dem, was ich wäre oder was ich bin. Und deine Worte sind nichts als Worte. Ja, also wie gesagt,
Schwerter sind nicht in der Realität begründet. Und da denke ich daran, ne, das, was ich denke, passt mit der 9 der Schwerter, passt das sehr gut. Das, was ich denke, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Okay, also das könnte sehr wichtig sein. Das, was ich denke, muss nicht die Wahrheit sein. Auch das, was ich über mich selbst denke, muss nicht die Wahrheit sein. Okay, so, schauen wir mal weiter. Skorpion im Februar. Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit steht auf deiner Seite. Vielleicht waren deine Befürchtungen, die du hattest, absolut unbegründet, ja. Und du wirst sehen, die Gerechtigkeit wird siegen zu deinen Gunsten. Wenn du nicht gewinnst, dann war es auch nicht gerecht, dass du gewinnst. Ja, weil die Gerechtigkeit, die, ich meine, in dieser Karte oder auf dieser Karte ist es jetzt nicht so, ja. Aber normalerweise ist die Gerechtigkeit blind, obwohl man muss sagen, sie hat auch keine Pupillen. Also wahrscheinlich ist sie blind, ja. Die Gerechtigkeit ist blind, das sieht man sehr schlecht. Jetzt sehe ich es gerade, sie hat keine Pupillen. Normalerweise hat die Gerechtigkeit bzw. Justitia, ja, die hier abgebildet ist, hat eine Augenbinde, um zu zeigen, ja, vor dem Recht sind alle gleich. Was, naja, im Weltlichen vielleicht nicht unbedingt so stimmt, aber dennoch, Justitia, ja, sieht keinen Reichtum vor ihr, weil sie blind ist. Und sie ist auch blind, sie hat halt keine Augenbinde, aber sie ist tatsächlich blind, sie hat keine Pupillen. Von daher, wenn du also der Verlierer bist, war es nie vorgesehen zu gewinnen. Es wäre nicht gerecht gewesen, okay? Und aber da Gerechtigkeit hier aufrecht steht, ja, wird sie zu deinen Gunsten entscheiden, ja? Also möglicherweise, wie gesagt, war nie ein Grund dahinter, warum du hier Angst ausgestanden hast und schlaflose Nächte. Das Gericht. Interessant, dass das Gericht auch direkt hinterher hier rauskommt. Also es könnte sich bei dir tatsächlich um eine Gerichtssache handeln oder um eine rechtliche Sache. Möglicherweise auch tatsächlich etwas, von dem du gedacht hast, es wird jetzt vor Gericht kommen. Also dass jemand angedroht hat, ich werde dich verklagen. Das könnte tatsächlich eine sehr, sehr reelle Sache sein. Das wird aber nicht passieren. Okay, also das wird nicht vor Gericht landen, da das Gericht hier auf dem Kopf ist. Vielleicht hast du aber auch gedacht, du wirst gerichtet werden. Okay, also jemand würde dich einem Urteil unterziehen, aber auch das wird nicht passieren. Ja, die Gerechtigkeit ist auf deiner Seite, aber das Gericht, ja, also eben das höchste Gericht, das hohe Gericht, wäre natürlich das jüngste Gericht, ne? Also quasi von Gott beurteilt werden, war ich ein guter Mensch oder nicht. Das ist ja hier auch abgebildet, ne? Dass die Toten wieder auferstehen am jüngsten Tag. Und das wird hier nicht passieren. Also niemand wird dich verurteilen. Das, was du befürchtest, wird nicht eintreten. Okay? Also mit der Gerechtigkeit, du brauchst keine Angst haben. Es ist tatsächlich in deinem Kopf, was du, ja, wovor du Angst hast, ist in deinem Kopf. Dann haben wir der Ritter der Stäbe auf dem Kopf. Ich würde noch eine Karte ziehen. Skorpion im Februar. Die Liebenden. Nochmal eine Entscheidung. Interessanterweise, ja, die Königin der Schwerter ist für mich oft eine Entscheidungskarte und die Liebenden darunter sind nochmal eine Entscheidung. Ritter der Stäbe ist natürlich in der Regel ein Ritter, der sehr leidenschaftlich ist. In Liebesdingen kann der Ritter der Stäbe auch jemand sein, der, ich sag mal immer, ne, für eine gute, aber nicht für eine lange Zeit da ist. Aber der Ritter der Stäbe ist auf dem Kopf. 5 der Münzen auf dem Kopf. Ich lege jetzt komplett aus. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber manchmal brauche auch ich eine Bestätigung. Die 8 der Schwerter auf dem Kopf. Nicht auf dem Kopf, sondern aufrecht. Und die 5 der Stäbe. Okay.
Okay, du musst jetzt hier eine Entscheidung treffen. Wie schon am Anfang, Entschuldigung, am Anfang der Legung sagte, diese Entscheidung liegt bei dir. Okay. Wir haben 5 der Münzen auf dem Kopf, 8 der Schwerter und die 5 der Stäbe. Du musst jetzt hier, du darfst hier die Entscheidung treffen im Februar, welchen Weg du gehen möchtest. Und im Grunde ist das nochmal eine Wiederholung der Königin der Schwerter. Welchen Weg möchte ich gehen? Möchte ich, und das ist dein gutes Recht, wenn du das machen möchtest, kann dir niemand reinreden. Möchte ich in dieser Schwerterenergie verbleiben, ja, also dieser sehr verkopften Energie des Denkens, des vielleicht auch Zerdenkens, ja, und sich Sorgen machens. Weil eigentlich die, ich sag mal, die Realitätskarten, ja, die 3D-Karten, die hier auf dem Tisch liegen, sagen einfach, dass die Ängste oder dass deine Gedanken nicht begründet sind. Die 8 der Schwerter ist auch eine sehr ähnliche Karte zu den 9 der Schwerter. Ne? Die 8 der Schwerter, mit der 8 der Schwerter hältst du dich in einer Situation, in der du dich wie gefangen fühlst. Ne? Sie hat eine Augenbinde, sie hat auch Binden, aber die sind ganz locker. Sie könnte tatsächlich, wenn sie einfach nur die Arme nach oben macht, wäre sie frei. Sie könnte sich die Augenbinde abnehmen und könnte davongehen und könnte die Schwerter hinter sich lassen. Okay, diese Energie ist auch selbst auferlegt, sehr ähnlich zu den 9 Erschwertern. Ja, ihr habt die Wahl, ihr habt alle Möglichkeiten, ihr seid nicht gefangen. Oder du bist nicht gefangen, sondern deine Gedanken halten dich in einer Spirale. Ja, aber diese Karte, die 5 der Münzen, ja, ist auf dem Kopf. Das bedeutet, es gibt hier keinen Mangel. Es gibt hier keinen Mangel in dieser Situation. Ihr könnt euch halt dazu entscheiden, euch in dieser Situation festzuhalten und ja, dann tragt ihr einen Konflikt weiter. Oder ihr tretet aus diesem Konflikt heraus und aus dieser Kopfenergie und versucht euch zu erden. Das geht mit Meditation, mit Yoga, mit vielleicht somatischen Übungen auch. Ja, also hier ist es angeraten, dass du in deinen Körper gehst und nicht zu sehr in die Kopfenergie, weil ich glaube, die bringen dir Probleme. Diese Energie bringt dir Probleme. Also dieses Zerdenken von Dingen, zu viel Denken. Ja, weil wie gesagt, es ist hier halt nicht, es ist nicht in der Realität begründet. Deine Ängste sind nicht in der Realität begründet. Okay, also die Entscheidung liegt bei dir. Du hast die Wahl. Komm aus deinen Gedanken raus, dann kannst du frei sein. Du kannst auch in deinen Gedanken verbleiben, aber es könnte halt sich sehr eng und ja, verkrustet fast anfühlen. Okay? Also du hast die Wahl, die Entscheidung liegt bei dir, lieber Skorpion. Okay, ich weiß, das ist immer so eine dumme Legung, man mag die nicht, aber vielleicht bringt sie dir ja was, vielleicht gibt sie dir den Anstoß, den du brauchst momentan. Okay, ich gehe jetzt zum Pickepeil oder Pickecard-Teil über, so, dem Auswahl-Orakel. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat oder was gegeben hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar. Gerne auch, wenn dir nichts einfällt oder du nicht über dich selber persönlich reden möchtest, lass mir noch ein, zwei Emojis da. Ich freue mich da genauso, denn das gibt mir ein bisschen mehr Sichtbarkeit für meinen Kanal und für dieses Video, dass es auch mehr Leute sehen können. Okay? So, dann schauen wir mal auf die Pick. Huch, hier hupt jemand. Pickepile oder Pickecard-Teil. Wenn du eine Frage hast, dann darfst du sie jetzt gerne formulieren. Halte sie in Gedanken
während ich die Karten auslege. Wenn du keine Frage hast, ist es auch kein Problem. Es wird trotzdem vermutlich einen kleinen Sinn ergeben für dich, für deine Situation. So. Gruppe Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wenn du mehr Zeit zum Aussuchen brauchst, pausiere das Video jetzt, denn ich drehe jetzt um. Wir haben die Zeit der Heilung momentan, ja, und bitte um das, was du möchtest. Teile dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst. Also, ne, das passt recht gut eigentlich zum Spread. Wenn du entscheidest zu heilen, wirst du jetzt heilen, okay? Denn du kannst auch deine Engel, das Universum um Hilfe bitten. Vielleicht aber nicht nur das Universum, sondern vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, um Hilfe zu suchen. Also dir einen Psychologen zu suchen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf welche Art das auch immer geschehen mag. Ne? Und deine Heilung, die du einleitest, ja, die wird dir auch Wünsche ermöglichen, die du jetzt vielleicht hast, für die du aber im Moment noch keine, ja, keine Erfüllung sehen kannst, ja. Also Heilung für dich, ja, Gruppe Nummer 1, vielen Dank, dass du da bist. Gruppe Nummer 2, halte deine Vision mit dem fixen Mond, ja, also jetzt ist es wirklich Zeit, dich zu fokussieren. Und wir haben Hochzeit. Die Feen verbinden euch, um den Segen der Ehe zu feiern. Vielleicht hat die Situation mit deiner Beziehung zu tun. Ja, vielleicht ist hier ein Problem, ja, mit in deiner Beziehung. Vielleicht denkst du zu viel. Vielleicht ist der andere nicht, ja, nicht zuverlässig. Ja, man weiß es nicht genau. Aber Hochzeit muss nicht unbedingt mit einer Ehe oder mit einem mit einer Beziehung zu tun haben. Es kann sich auch um eine Hochzeit handeln, also eine Zeit, in der es dir besonders gut geht. Ich denke auch tatsächlich jetzt, wenn du jetzt ein Ziel hast, gib nicht auf. Denn ja, die Belohnung, die Hochzeit ist schon in Sicht. Vielleicht stehst du dir auch ein bisschen selber im Weg, ja. Vielleicht hast du da auch Dinge, die du immer wieder ins Leben ziehst und die hier so als Blockade wirken. Aber du kannst das brechen. Okay, das ist jetzt hier dein Zeichen, nicht aufzugeben, denn bald kommt die Hochzeit in dein Leben. Okay, danke, dass du da bist. Gruppe Nummer 2 und Gruppe Nummer 3. Es ist Zeit, in die Aktion zu gehen und mit Ferien zusammen. Du findest deine Antwort während einiger Urlaubstage in einem Retreat oder bei einem Wochenendausflug. Also hier Rückzug, Meditation, Nachdenken ist für dich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Aber Nachdenken im Sinne von, ja, wie Meditation. Ne? Also, dass man wirklich mal in sich geht, in sich fühlt, in sich horcht. Was möchte ich eigentlich? Was... ja, wovor habe ich Angst? Warum vielleicht auch? Ne? Das Warum zu finden ist eigentlich immer eine sehr gute Fragestellung. Warum tue ich das? Warum fühle ich das? All das könnte tatsächlich jetzt zu einer Antwort führen, wenn du das jetzt tust im Februar. Ja? Dich zurückziehen, gerne auch mal ein paar Tage alleine sein, wenn das möglich ist. Ne? Irgendetwas Schönes für dich machen. Etwas, was du, wo du sagst, ja, das möchte ich vielleicht auch schon länger machen oder darauf habe ich einfach Lust, wirklich da auch mal zu sagen, ich bin jetzt hier meine erste Priorität. Und dann kann das zu dir kommen, was du wirklich willst. Und dann ist es auch Zeit, wenn du siehst, oh Mensch, ne, das ist es, was ich möchte, dann auch in die Aktion zu gehen. Vielleicht ist aber auch zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit für mich, ist vielleicht schon die Aktion. Ja, einfach zu sagen, nein, ich fahre jetzt für 2 Tage weg in Wellnesshotel, ja, und mein Partner passt auf die Kinder auf. Das wäre zum Beispiel eine Aktion. Also von daher, ich denke, Rückzug tut dir gut im Februar und wird dir die Antworten geben, die du brauchst, Gruppe Nummer 3. So,
das war das Ende vom Video. Falls es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, einen lieben Kommentar und ein Abo, ne, wie immer. Und falls du besonders freigebig heute drauf bist, dann kannst du mir natürlich gerne ein Trinkgeld zukommen lassen. Das geht über den Super Thanks Button, das kleine Herzchen unter diesem Video. Ansonsten gibt es noch Amazon, PayPal und so weiter. Die Links und Infos dazu findest du in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sag danke, dass du da warst, wünsche dir einen wundervollen Februar und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin,